Das Lexem Moniage ist aus der altfranzösischen Chanson de Geste-Dichtung des 12. Jahrhunderts entlehnt, als ein im ganzen Mittelalter prominenter Erzähl- oder besser gesagt Handlungsabschluss hatte er seinen Anfang bereits in der hagiographischen Tradition der frühchristlichen Mönchsvita genommen, paradigmatisch und einflussreich vertreten durch Athanasius Vita des Antonius, dem Urvater und Modell jedes späteren Erzählens vom Rückzug aus der Welt und dem Eremitendasein bis in die parodistische Adaptionen im Spätmittelalter hinein. Moniage bezeichnet den Rückzug eines weltlichen Protagonisten in ein Kloster. Die Eremitenvita inszeniert ihn als radikale Weltflucht, als Ab- und Ausgrenzung von jeglicher sozialen Ordnung in einem einzig auf Gott und das Jenseits gerichteten Leben. Die Märtyrerlegenden radikalisieren ihn zum Tod im Heiligen. Der Moniage etabliert sich von seinem literarhistorischen Ursprung her zwar als Kontrafraktur zum heldentypischen Modell des heroischen Kriegers, insbesondere in der mittelhochdeutschen Literatur findet das Motiv über die Adaptionen der romanischen Stoffe hinaus gattungsübergreifend, insbesondere in ritterlich-höfischen Erzählkontexten, Verwendung. Demgegenüber steht vorwiegend in genuin legendarischen Erzählungen vom Sündenheiligen der einmalige und endgültige Akt der Conversio zur Umkehr des ehemals Weltlichen in eine asketisch geprägte Vita Nova im Zentrum. Bezeichnen die Begriffe Moniage und Conversio zwar jeweils auch den habituellen Übertritt in ein geistliches Leben, handelt es sich um zunächst idealiter gattungsbedingt kategorial unterschiedliche Erzählmuster, die zu komplexen Verschränkungen von ganz heterogenen Diskursen führen können und zu merkwürdigen Hybriden. Conversio lässt sich terminologisch gegenüber dem Moniage auch außerliterarisch fassen. Schon Isidor von Sevilla entwirft eine komplexe Idee von dem, was Conversio sein soll, und verortet sie in seinen sogenannten Sententiae im Spannungsfeld von Tugendstreben und Verfügbarkeit, Verheißung und Gefahr, das den Heilsweg des Menschen kennzeichnet. Schon hier wird deutlich, dass die Entscheidung zu Conversio spannungsreich und mitunter gefährlich ist. Allgemein bedeutet Conversio zunächst eine radikale Richtungsänderung und Kehrtwendung, die auf Identitätskrisen antwortet und eine radikale Neuorientierung erfordern. Eine solche Bekehrung, ich zitiere hier die theologische Realenzyklopädie, stellt sich ein, wenn eine neue Wahrheit erkannt, eine neue Tiefendimension des Heiligen, des Gotteswillen erschlossen wird und zu einer inneren Umwandlung führt, wenn ein neuer Heilsweg gefunden wird, ein neues Leben beginnt. In einem philosophisch-theologischen Sinn bedeutet Conversio außerdem Rückkehr zum Ursprung und Wiederherstellung eines verlorenen Ideals. Isidor beschreibt die ideale Conversio in drei Schritten. Erstens die Abkehr vom Bösen, zweitens das Tun des Guten und drittens Lohn des guten Handels in der kontemplativen Zuwendung zu Gott. Die drei Schritte werden flankiert von erstens Drohungen, von zweitens Prüfungen und drittens Offenbarungen. Dieser Prozess ist noch stark geprägt von den Bekenntnissen der frühen Christen zu ihrem Glauben. Die Christenverfolgung und die Mission, die als göttliche Unterstützung auf dem steinigen Weg zur Umkehr in den Konversionsprozess integriert werden. Die Konversion ist dabei nicht nur als Hinwendung zum Glauben, sondern vor allem auch als ein Erkenntnisweg zu verstehen. In seiner einflussreichen Schrift Dialogus Miraculorum gibt im 13. Jahrhundert Caesarius von Heisterbach 5 Stufen der Conversio an: Reue, Beichte, Buße, Dämonenversuchungen und Einfalt. Nach der etymologisierenden Definition von Conversio kenne die Cordis Versio, also die Wandlung des Herzens, 3 Modi: die Wendung zum Herzen, also aus der Welt zu sich selbst und zur Contritio, der Reue. Zweitens die Wandlung im Herzen, das heißt zur Devotio, der Frömmigkeit und zur Liebe. Und schließlich drittens aus dem Herzen zur Kontemplation. Der dynamische Prozess führt also vom Laster zur Tugend, dann zum Fortschreiten in den Tugenden und am Ende zur Entrückung des Geistes in der meditativen Kontemplation.
Das Werk Caesarius ist jedoch viel umfassender auf die Conversio konzentriert, als es zuerst den Anschein hat. Von den 12 Büchern des Werks des Dialogus Miraculorum handeln allein die ersten 6 über Conversio im weiteren Sinne, über die 5 Stufen. Die zweiten 6 Bücher gelten dem Lohn der Conversio, den Visionen, Wundern der Eucharistie, dem Übertritt ins Jenseits und den himmlischen Freuden. Rückblickend beschrieben gelten die Conversio entsprechend als das Ende der Heillosigkeit und der Anfang der Erlösung. Caesarius denkt, anders als die allgemein pastorale Definition Isidors, stark vom bereits etablierten und im 13. Jahrhundert in der Blüte befindlichen Mönchtum sowie von einer starken Volksfrömmigkeit aus, die sich als Lebenswelten einander durchdringen und gegeneinander durchlässig sind. Beichte und Buße als Voraussetzung der Abkehr vom Weltleben und Hinkehr zu einem geistlichen Lebenswandel sind dabei konzentriert auf diesseitige Sünden statt auf Heidentum. Interessant ist jedoch, dass noch im 13. Jahrhundert die Dämonenversuchung als wesentliche Station und Prüfung auf dem Heilsweg begegnet. Wir werden später sehen, womit das zusammenhängt und wie sich dies in der Literatur einlöst. Der Moniarch als konkreter, habitueller Rückzug stellt in der theologischen Debatte außerhalb konkret monastischer Argumentationen, mit denen gewissermaßen um Nachwuchs und oder um monetären Zuwachs des Klostervermögens durch den Eintritt gut betuchter Adliger in ihre Hausklöster geworben wird, keine allzu wesentliche Rolle. Typisch dafür ist etwa auch Thomas von Aquin. Jede Bewegung des Willens auf Gott hin kann eine Conversio zu ihm genannt werden. Vom Eintritt in ein Kloster, in irgendeine Art von geistlicher Gemeinschaft oder gar vom Auszug in die Eremitage ist hier gar keine Rede. Wesentlich ist die Änderung der inneren Einstellung. Thomas skizziert ebenfalls einen Dreischritt im Konversionsprozess. Erstens die Vorbereitung, Hinwendung der Seele zu sich durch Gottes Gnade. Zweitens der Anfang des Lohns besteht im Wirken der Seligkeit aus einem gesicherten Gnadenstand heraus und drittens die vollkommene Liebe, die bewirkt, dass der Mensch engelsgleich Gott genießen könne. Als die früheste, gleichzeitig bekannteste und für die Verbreitung des Christentums sowohl politisch wie religionsgeschichtlich wichtigste Bekehrungs- und Konversionsgeschichte darf das Damaskus-Erlebnis gelten, das an mehreren Stellen der alttestamentarischen Apostelgeschichte erzählt wird und den Christenverfolger Saulus zum verfolgten Christen Paulus macht. Sie bildet gewissermaßen den Beginn der Tradition autobiografischer bzw. hagiografischer Konversionsberichte, wie sie in der Frömmigkeitspraxis von Religionen über das Christentum hinaus bis heute fest verankert sind. Als Konversionsgeschichten werden in der Konversionsforschung Darstellungen genannt, in denen Konvertiten, etwa in Tagebuchaufzeichnungen, Memoiren und anderen biografischen Selbstzeugnissen, auch mündlicher Art oder eingefasst in rituelles Bekenntnis handeln, den Verlauf ihrer eigenen Konversion rückblickend rekonstruieren. Nicht nur aus literaturwissenschaftlicher Sicht, sondern auch in der soziologischen Forschung ist wesentlich, dass es sich bei Darstellungen der eigen erlebten Konversion nicht um unvoreingenommene objektive Schilderungen, sondern um Rekonstruktionen handelt, bei denen biografische Ereignisse so selektiert, geordnet und gedeutet werden, dass ein konsistenter Lebenszusammenhang sichtbar wird, der in Einklang mit der durch die Konversion erworbenen Identität des Darstellers steht. Obwohl es sich, so sollte man meinen, bei Konversionen um höchst subjektive biografische Erfahrungen handelt, werden diese keineswegs nur unter individuellen Gesichtspunkten rekonstruiert. Vielmehr lassen sich die Konvertiten bei der Schilderung ihrer eigenen Konversion von Deutungs- und Darstellungsmustern leiten, die ihnen von der religiösen Gruppe, in der sie Mitglied sind, vermittelt und nahegelegt werden. Das gilt auch und in besonderem Maße für die Fälle, in denen an die Stelle des autobiografischen Ich-Erzählers der Zeuge, der Hagiograph oder eben der Erzähler tritt. Bestimmte Muster, Modelle und Motive sind in den jeweiligen Religionen fest verankert und im kulturellen Gedächtnis der Gemeinschaften kanonisierte Konversionserzählungen gespeichert und können von Konvertiten abgerufen und nachgeahmt werden. Ein Beispiel aus der Herrnhuter Brüdergemeinde.
eine vom Pietismus beeinflusste und aus dem böhmischen Reformation entstandene konfessionelle Glaubensbewegung verdeutlicht diese typische Spannung zwischen modellhaftem Erzählen und subjektiver Anmutung. Zunächst der Erweckungsbericht aus dem Lebenslauf des Gemeindemitglieds Karl August Baumeister von 1819. In meinem 8. Jahre erhielt meine Schwester von einer gottseligen Frau, zu der sie in die Strickschule ging, das Ebersdorfsche Gesangbuch zum Geschenk. Das war uns ein Schatz, der über alles ging. Wir verbargen ihn vor den übrigen Hausgenossen und suchten uns, so oft es möglich war, stille Winkel aus, wo sie mir denn oft etwas daraus vorlas. Beim Lesen des Liedes »O Lamm, das keine Sünde je beflecket« etc. nahte sich der Heiland und uns beiden mit besonderer Gnade und wir zerflossen bei diesem ersten mächtigen Gefühl seiner Liebe zu uns in vielen Tränen. Nun hielten wir uns enger zusammen als je zuvor und versprachen einander, recht gute, fromme Kinder zu werden. Dabei, beim Singen, wurden unsere Herzen so mächtig ergriffen, dass wir in häufige Tränen ausbrachen, miteinander niederknieten und, so gut wir es verstanden, dem Herrn Jesu versprachen, dass wir uns ihm ergeben und ihm sein Dürsten stillen wollten. Das war eine Gnadenstunde, deren Eindruck uns nie ganz verlassen hat. Zum Vergleich der Erweckungsbericht des Gemeindebruders Jakob Lorenz von 1820. Schon in meinen zartesten Kinderjahren fühle ich so kräftige Gnadenzüge des Heilands an meinem Herzen, dass ich mich oft vor Wohlsein meiner der Seele der Tränen nicht enthalten konnte. Zum besonderen Segen gereichte mir ein vom seligen Pastor Willi zum Geschenk erhaltenes Büchlein, in welchem einige Nachrichten von selig entschlafenden Kindern gesammelt waren. Ich las in demselben, so oft ich mir etwas für mein Herz so gute tun wollte, und es wurde mir das Verlangen rege, auch bald ein ebenso geartetes Kind zu werden und dann selig aus der Zeit zu gehen. Vom Sündenbekenntnis schreibt Lorenz: Darauf kniete er mit mir nieder und bat den Heiland auch für mich um Begnadigung. Das war der selige Augenblick, da ich die Vergebung aller meiner Sünden zum ersten Mal gewiss wurde und da mich der Friede Gottes auf eine mir unvergessliche Weise umgab. Die Ähnlichkeiten sind unverkennbar und lassen sich in zahllosen Lebensläufen der Herrnhuter Brüdergemeinde, in deren Zentrum jene zumeist durch einen äußeren Anstoß, ein Buch, ein Lied, eine Predigt, eine Naturerscheinung ausgelöste Erweckungserlebnisse wiederfinden. Das Motiv der Konversion, ausgelöst durch das Zugesprochene, Gelesene, Gesungene oder auch nur aus dem Off oder sogar gänzlich unverstandene Wort, ist in allen Religionen verbreitet. Die muslimische Überlieferung liebt das Erzählen von der betörenden Konversionsmacht des Korans, der nicht nur die unerbittliche Wahrhaftigkeit der Prophetenrede, sondern durch seine ästhetische Schönheit außerdem besticht und daher besonders erfolgreich nicht nur die gefährlichsten Gegner der muslimischen Gemeinde, sondern auch die gefeierten arabischen Dichter überzeugt. Der Islamwissenschaftler Navid Kermani zitiert in seinem Buch »Gott ist schön« die überaus bekannte muslimische Bekehrung des Islamgegners und späteren Kalifen Umar ibn al-Khattab. Eigentlich hatte er an dem Tag, an dem die Handlung spielt, vor dem Propheten zu töten. Doch gerade als er zu ihm hingehen wollte, erfuhr er, dass sich seine Schwester Fatima und deren Mann Said ibn Said dem Islam angeschlossen hatten. Wutentbrannt lief er zu ihrem Haus. Schon auf der Straße vor der Haustür hörte er, wie jemand den beiden den Koran vortrug. Umar stürmte in das Zimmer. Der Rezitator versteckte sich, so schnell er konnte, während Fatima die Koranblätter an sich nahm und unter ihren Beinen versteckte. »Was war das für ein Gemurmel, das ich hörte?« herrschte Umar sie an. »Du hast nichts gehört«, versuchten Fatima und ihr Mann, ihn zu beruhigen. Da rief Umar: »Doch, das habe ich, bei Gott, und ich weiß, dass ihr Mohammed in seiner Religion folgt.« Er wollte auf seinen Schwager losgehen, aber Fatima warf sich zwischen die beiden, so dass ihr Umar unbeabsichtigt einen gewaltigen Schlag versetzte. »Ja, wir haben uns zum Islam bekehrt und wir glauben an Gott und seinen Gesandten. So tu nun, was du willst«, riefen Fatima und Said. Umar jedoch bereute schon sein Verhalten. Das Blut im Antlitz seiner Schwester rührte ihm das Herz. Mit sanfter Stimme fragte er sie nach der Schrift. Nachdem ihm Fatima das Versprechen abgenommen hatte, das Blatt unbeschädigt wieder zurückzugeben und ihm zudem bewogen hatte, sich einer rituellen Waschung zu unterziehen, da kein Unreiner den Koran berühren dürfe, händigte sie es ihm aus.
Umar begann, die Sure Taha zu rezitieren. Nach wenigen Versen schon hielt er ein und rief: Wie wunderschön, wie erlesen ist diese Rede. Von der Bekehrung At-Tufails, eines wohlhabenden Dichters und Adligen vom Stamm der Dafs, berichtet der Geschichtsschreiber und Mohammed-Biograf Ibn Ishaq im 8. Jahrhundert folgendes. Dieser berichtet, dass ihn einige Quraischiten aufsuchten, als er in Mekka eintraf. Sie warnten ihn vor den Zauberreden Mohammeds, die nichts als Zwietracht zwischen den Menschen säten. Wenn At-Tufail sich dem Propheten nähere und seinem Vortrag lausche, so werde auch er und sein Volk durch die mächtige Wirkung von Mohammeds Vortrag in Meinungsverschiedenheiten und Streit verwickelt. Bei Gott, die waren so beharrlich, dass ich tatsächlich beschloss, mir nichts von ihm anzuhören, noch mit ihm zu reden, wird At-Tufail bei Ibn Ishaq zitiert. Er stopfte sich gar Wolle in die Ohren, aus Angst, dass doch etwas von seinem Wort zu mir dringe, wo ich doch nichts davon hören wollte. In der Kaaba traf At-Tufail schließlich auf den Propheten, der das Gebet verrichtete. Unbeabsichtigt schnappte er etwas von der Rezitation auf. Jedenfalls war das Gehörte anziehend genug, damit At-Tufail seinen Vorsatz aufgab und sich vornahm, genauer hinzuhören. »Ich bin ein kluger Mann und Dichter. Ich kann das Schöne vom Hässlichen unterscheiden«, sagte er zu sich selbst. »Was hält mich davon ab, zu hören, was dieser Mann sagt?« »Wenn das, was er vorbringt, schön ist, akzeptiere ich es. Wenn es hässlich ist, lasse ich es.« Er folgte Mohammed nach Hause und bat ihn, etwas vorzutragen. »Bei Gott, niemals zuvor habe ich ein Wort gehört, schöner als dieses, und niemals eine Sache vernommen, gerechter als diese. Und so bekehrte ich mich zum Islam und bekannte mich zum Bekenntnis der Wahrheit.« Auch das Bekehrungserlebnis des Verfolgers der Urchristen, Saul, zum Apostel Paulus, ist um die hörbare Wortoffenbarung Gottes hin zentriert. In der christlichen Offenbarungstheologie ist es nicht die ästhetische Schönheit, wie typisch für die frühe muslimische Überlieferung, oder die argumentative Überzeugungskraft und der Witz der jüdischen Tradition, sondern die Unmittelbarkeit und Authentizität der göttlichen Zusprache, die das Movens der Conversio ausmacht. In den Paulusbriefen erwähnt der Apostel zwar seine Berufung mehrfach und stellt sie in einem Vorsehungszusammenhang, indem er etwa in Galater 1,16 auf seine pränatale Vorsehung als Apostel der Völker hinweist, aber erst in der Apostelgeschichte des Lukas wird die Conversio als solche erzählt. Kurz vor dem Ereignis hatte Saul an der Steinigung des ersten christlichen Märtyrers, Stephanus, teilgenommen und Vergnügen daran gefunden. Daraufhin habe er alle greifbaren Mitglieder der urchristlichen Gemeinde, die den jüdischen Gesetzen, den Mitzvot, beharrlich trotzten, zusammengetrieben und verhaftet. Und weil er dies so gut bewerkstelligt hatte, bekommt er vom Hohepriester Jerusalems den Auftrag, unter den Juden und Synagogen von Damaskus Anhänger Jesu aufzuspüren und sie ebenfalls zu verhaften. Auf dem Weg dorthin, unweit vor der Stadt, trifft Saul plötzlich ein gleißendes Licht vom Himmel, das ihn vom Pferd stürzen lässt. Eine Stimme, die im Kapitel 9 auch von seinen Begleitern gehört wird, spricht zu ihm. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Saul fragt, wer zu ihm spreche, und die Stimme antwortet ihm: »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt, was du tun sollst.« Für 3 Tage erblindet, aber von Visionen heimgesucht, heilt ihn schließlich der Jesusjünger Hananias von der Blindheit. Sogleich lässt sich Saul christlich taufen und predigt fortan in den Synagogen das Wort Gottes. Fortan wird er nur noch bei seinem griechischen Namen, Paulus, genannt. Paulus selbst erzählt seine Geschichte noch 2-mal, selbst im Anschluss in Kapitel 22 und 26 der Apostelgeschichte, mit interessanten Abweichungen, die es lohnen wird, zu diskutieren und in den Zusammenhang des Wirkens von Konversionsgeschichten zu stellen. Denn das Erzählen der eigenen Konversion und von der Konversion anderer kann selbst wiederum Konversionen auslösen und sich in den Konversionsprozess, in den Kanonisierungsprozess der Erzählmuster der Religionsgemeinschaft einschreiben. So beginnt der Konversionsbericht des karmelitischen Theologen Johannes Ferdinand Franz Weinberger vom Katholiken zum Lutheraner und wieder zurück. So. Paulus, der Apostel, vermahnet in diesen Worten seine zu Gott bekehrte Epheser,
wie sie sich aus dem Schlaf der Sünden, in welchen sie lagen, ermuntern und aus dem Tode der Sünden aufstehen sollten. Das ist, dass sie alle vorige Laster fliehen und verfluchen, hingegen in allen christlichen, Gott wohlgefälligen Tugenden wandeln sollten. Dann, da sie tot waren, durch Übertretung und Sünde, in welchen sie Weiland gewandelt haben, nach dem Lauf dieser Welt in Unglauben, in Lüsten, des Fleisches, in Vollziehung eines bösen Willen, hat sich der allmächtige Gott ihre erbarmet, sie aus Gnaden ohne Verdienst von dem Tode der Sünden durch den Glauben lebendig gemacht und auferwecke zu dem ewigen Leben. Darum, sagt Paulus, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Diese Ermahnung des Apostels zu den Ephesäern lasse ich mir billigermaßen heutiges Tages gesagt sein. Sintemalen ich nicht allein ein Kind des Zorns von Natur war, nicht allein schläferte in dem Unglauben des irrsalvollen Papsttums, sondern auch in schweren Übertretungen, Sünden und Laster, so in dem Gräuel des römischen Sodoma, geübt werden, Weiland ganz tot war und so weiter. In den volkssprachlichen, legendarischen Vita der Sünderheiligen, die ab dem 13. Jahrhundert vor allem durch die lateinische Textsammlung der sogenannten Legenda Aurea des Genuesers Erzbischofs und Dominikaners Jacobus de Voragine inspiriert waren und neben dem Psalter zu den Bestsellern des hochmittelalterlichen Buchmarkts gehörten, stellt das Moment der Umkehr den Zustand offenbarter Heiligkeit mittels einer Form übermäßiger Scham und Buße her, welche bei anderen heiligen Typen das Martyrium oder das Bekenntnis ersetzt. Dabei wird regelmäßig von einem gleichzeitigen Exklusions- und Inklusionsprozess, den der Heilige durchlaufen muss, und von Heiligkeit als einer zusammengesetzten Kategorie gesprochen. Auf diese Weise wird die Ambivalenz des Heiligen, das sowohl als auch, in der Erzählung abgebildet, wobei sich die darin erhaltenen Dichotomien erst durch ihre axiologische Besetzung ergeben. Erst der oder die Heilige bringt Gegensätze auch dort zum Vorschein, wo oberflächlich besehen gar keine bestehen. Darin spiegeln sich nicht nur theologisch die Spannungen, in der sich Konversion ausprägt, sondern auch narratologisch das Sujethafte des Erzählens vom Heiligen als einer Übertrittsgeschichte von der Immanenz zur Transzendenz. Das Sujet im Sinne von Juri Lotmanns Entwurf in seinem epochemachenden Werk »Die Struktur des künstlerischen Textes« navigiert im räumlichen Kontinuum des Textes, in dem die Welt des Objektes abgebildet wird und Gestalt gewinnt in irgendeinem Topos, der topologisch, semantisch und topografisch strukturiert ist. Das Sujet faltet sich demnach in zwei komplementären Untermengen des semantischen Feldes, also zwei Räumen der erzählten Welt aus, die an sich impermeabel sind, aber in der sujethaften Erzählung für die ProtagonistInnen durchlässig werden. Das Ereignis gilt als der kleinste, unauflösliche Einheit des Sujetaufbaus. Ein Ereignis in einem Text ist die Versetzung einer Figur über die Grenze des semantischen Feldes hinaus. Dieses Ereignis ist in den Erzählungen, für die wir uns hier interessieren, also die Conversio, also die sujethafte Struktur des Übertritts von einem Raum des semantischen Feldes in einen anderen. Dass Heldentum und Heiligtum in diesen Erzählungen nicht nur semantisch, sondern auch in dieser Hinsicht strukturell eng zusammenrücken, ist also kein Zufall. Und auch nicht, dass das habituelle Moment dieses Übertritts auch und vor allem als ein äußerer Weg beschrieben wird, in der man sowohl die topologischen wie auch zeitlichen Dimensionen auserzählen und vor allem die Spannungen, Konflikte und Kollisionen ausbreiten kann. Bei den mittelalterlichen Autoren von Erzählliteratur, welche das legendentypische Erzählelement der Um- und Abkehr von der Welt zwar umspielen, eigentlich aber die Blockierung von Conversio durch konkurrierende Konzepte thematisieren, war der Moniage des Protagonisten nämlich überaus beliebt. Dafür ist ein gewisses Schema beschreibbar, was sich vor allem, wie alle Schematizität, in seinen Korruptionen und Abweichungen zeigt. Ob nämlich der jeweilige Rückzug auf Widerruf oder endgültig geschieht, hängt mit der Art des Problems zusammen, welches mittels der Darstellung von Moniage bearbeitet wird. In der Heldenepik beispielsweise, vertreten von Wolf Dietrich, dient die Weltabkehr der ideologisch
letzten Überbietung heroischer Existenz. Erzähllogisch scheint sie häufig sogar das letzte Mittel zu sein, die scheinbar nie enden wollende Gewaltspirale im Horizont christlicher Ethik zu problematisieren und ihr schließlich auch ein Ende zu setzen. Und nicht einmal dies immer erfolgreich. Denn da Moniage nicht einfach mit Conversio identisch ist, sondern als eine habituelle und eine mentale Struktur als zwei Komponenten eines Gesamtkonzepts zu betrachten sind, wie es in der Antonius-Vita des Athanasius und nachfolgenden Heiligenviten wie Augustinus oder Elisabeth idealtypisch erscheint, werden die Elemente in der volkssprachlichen Heldenepik auseinanderdividiert. In der Chanson de Geste-Tradition mit Moniage-Motiv wird die heroische Identität eines frisch gebackenen Mönchshelden nicht einfach gelöscht, sondern bleibt als intrikate Spannung der Figur inhärent, sodass die Abkehr im Prinzip umkehrbar bleibt. Das Spannungsverhältnis wird mit wechselnden Akzentuierungen ausagiert. Das eine Mal erweist sich die heroische Art als stärker, das andere Mal ist die Hinwendung zum Dienst Gottes entscheidend. Steht der Moniage am Ende der Heldenaristie, hat er idealiter nach erfolgreicher Brautwerbung Nachkommen gezeugt oder seine Nachfolge anderweitig geregelt, so dass er seine Familie ohne ihr Schaden zuzufügen und sich ganz dem Dienst Gottes zu widmen. Dieses ideale Schema, wie im König Rother, ist aber, wie zu erwarten, nicht die Regel. Denn das Ziel der Prokreation in der mittelhochdeutschen Brautwerbungsepik, die auf Moniage hinauslaufen, wird zumeist gar nicht erreicht oder darf zugunsten der heiligmäßigen Virginitas nicht erreicht werden, wie etwa in der Legende des heiligen Oswald. Konserviert wird die heroische Identität auch in materiellen Dingen, wie das mit oft magischer Kraft ausgestattete Kriegerpferd oder eine Minnegabe, die der Mönchsheld unter seiner Kutte versteckt trägt. Der Held kann grundsätzlich zum Wiedergänger werden. Dabei kippt er zwar immer wieder in die Heroenexistenz des Hauen und Stechens zurück, welche der geistlichen Lebensform im Prinzip widerspricht, nicht allerdings als Versagen an der geistlichen Lebensform, sondern als eine vor- und rückwärtsgewandte Wertsteigerung persönlicher Existenz. Die teilweise wahnwitzig frequenten Wiederholungen der Grenzüberschreitung vom Heiligtum zum Heldentum, vom Heldentum zum Heiligtum und wieder von vorn, wie etwa in Ulrichs von Thürheim Rennewart, korrumpieren den Kern des sujethaften Erzählens und kippen daher bisweilen in unfreiwillige oder auch unverhohlene Komik um. Bis in spätmittelalterlichen Satiren, wie in Heinrich Wittenwielers Ring, die Ernst und Sinnhaftigkeit der Conversio selbst auf dem Prüfstand stehen und der traditionsreiche Schluss höfische Aristie im Moniage am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit unverblümt dem Zweifel und dem Lachen des Publikums ausgesetzt werden.